Gut, vielen Dank. Ja, Sarah Kleeske, ganz so genau, für ein bisschen Erleichterung im Krankenhausalltag. Stopp! Es fehlt das Screening auf MRE. Wo sind die Zettel? Oh weh, oh weh. So lange bleibt die Patientin hier. All die Fragen, so viel Papier, falsch ausgefüllt, ich komme nicht weiter. Ein neuer Zettel fehlt es nun leider. Ich stelle Fragen auf so viele Arten, andere Patienten müssen nun warten. Waren Sie in Thailand oder in einem Altenpflegeheim? Hatten Sie Kontakt zu einem Krankenhauskeim? Wunden, Katheter, PEG, irgendein Anzeichen für MRE? 3 Zettel, 12 Fragen aus früheren Tagen, da muss ich euch wohl kaum sagen, das Chaos wird es hier gleich richtig mögen. Bei der Vielfalt an MRE-Bögen? Es ist getan. Nach all den Fragen kann ich nun ganz sicher sagen, welches Risiko für welchen Keim, den richtigen Ort. Nun stecke ich den Tupfer rein. Gleich wird er im Labor sein. Der Abstrich ist fertig, ich freue mich. Doch alles andere ließ ich im Stich. Patientinnen, Kolleginnen, alle warten. Die Verlegung auf Station kann jetzt erst starten. Ich bin K.O., bin unzufrieden, möchte mich am liebsten ins Freie verabschieden. Doch nein, die nächste bitte. Ein weiteres Screening ist zu tun. Stopp! So geht es absolut nicht weiter. Erleichterung für die Notaufnahmen muss her. Digital, 4 Klicks, sowas muss herbei. Statt der umfangreichen Zettelei. Denn bei all dem ganzen Papier, den ganzen Tag, erhöht sich auch ein bisschen mein Herzschlag. Warum den ganzen Müll hier produzieren? Wir könnten es doch digitalisieren. Der PC ist schon an. Und ich komme so viel schneller voran. Ein Tupfer, eine Antwort, ein Klick, ein Abstrichort. Fertig ist es nach kurzer Zeit. Ich bin motiviert, ich bin bereit. Wie heißt es so schön? Ready if you are. Ich bitte euch, macht es wahr. Programmiert uns irgendetwas für die Pflege. Lasst uns etwas Gutes bewegen. Erleichterung im Krankenhausalltag. Daher unser heutiger Vorschlag. Jetzt kommt ihr ins Spiel. Helft uns bitte bei unserem Ziel. Wir wollen keinen Stopp, ist überhaupt nicht unsere Art. Wir brauchen nur ein bisschen Hilfe. Und dann rufen wir auch Start. Vielen Dank. Mega, ein verstecktes Talent hier. Neben der qualifizierten Performance auch noch entsprechend die Fachlichkeit richtig gut und den Schmerz mit rübergebracht, den die Pflege bei euch hat. Vielen Dank dafür. Danke für die Zeit. Gerne. Jetzt weiß ich gar nicht, weil eigentlich hast du ja rausformuliert, was ihr braucht. Ihr braucht schnell Hilfe, am Ja. besten in digitaler Ja. Form. Genau. Das ist so, dass wir wirklich einen hohen Papieraufwand haben für die Menschen aktuell dann kommend in der Notaufnahme, die dieses Screening durchführen. Und das ist, ich bin selbst von Hause Pflegekraft. Das ist tatsächlich relativ belastend und nervig. Und da brauchen wir Unterstützung. Und ich brauche, um die vielleicht kommende Frage vorwegzunehmen, Unterstützung aus der IT, aus dem Datenschutz natürlich. Und hoffe da wirklich sehr auf Sie alle hier und online. Super. Also, vielen Dank. Dankeschön.